Japan-Makaken-Autor Desel Zank kennt sie der Japan-Makak, Schneeaffe oder Rotgesichtsmakak, Makaka fuscata, japanisch. Nihonzaru ist eine Primatenart aus der Gattung der Makaken innerhalb der Familie der Meerkatzenverwandten, Cercopithecidae. Er lebt in Japan und hat von allen Primaten, mit Ausnahme des Menschen, das nördlichste Verbreitungsgebiet. Japan-Makaken erreichen eine Kopfrumpflänge von 52 bis 57 cm, der Schwanz ist ein kurzer Stummel mit 8 bis 9 cm Länge. Männchen sind mit durchschnittlich 11,3 kg deutlich schwerer als Weibchen, die 8,4 kg auf die Waage bringen. Daneben gibt es auch eine Korrelation zwischen Klima und Gewicht, Tiere in den nördlichen, kühleren Regionen sind schwerer. Die Fellfärbung variiert von gelblich-braun bis dunkelbraun, in den kühleren Monaten kann das Fell ausgesprochen dicht und lang werden. Auffällig ist das unbehaarte, rosafarben oder rötlich gefärbte Gesicht. Verbreitung und Lebensraum eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu Japan-Makaken sind auf drei der vier japanischen Hauptinseln Honshu, Shikoku und Kyushu beheimatet. Auf der nördlichsten Insel Hokkaido fehlen sie. Der nördlichste Punkt ihres Vorkommens ist die Shimokita-Halbinsel im Norden Honshus. Neben den Hauptinseln sind sie auch auf etlichen vorgelagerten Inseln zu finden. Südlichster Punkt ihres Vorkommens ist die Insel Yakushima, die hier lebende Population gilt als eigene Unterart, Makaka fuscata yakui. Eine kleine, verwilderte Population lebt darüber hinaus in der Nähe der texanischen Stadt Laredo. Diese Primaten leben in Wäldern, finden sich aber in unterschiedlichsten Waldtypen. Im Süden sind sie in subtropischen Wäldern zu finden, im Norden auch in gebirgigen Wäldern. Hier leben sie auch in äußerst kühlem Klima, es kann mehrere Monate im Jahr Meter hoch Schnee liegen. Vor allem aufgrund der dichten Besiedlung Japans sind sie selten im Tiefland zu finden. Die höchsten bekannten Vorkommen liegen auf 3180 Meter. Lebensweise eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu Aktivitätszeiten und Fortbewegung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Japan-Makaken suchen im Winter oft heiße Quellen auf, hier in einem Onsen im Affenpark Jigokudani in Yamanuki, Präfektur Nagano. Japan-Makaken sind wie alle Altweltaffen tagaktiv. Die Aktivität ist jedoch auch vom Lebensraum und der Jahreszeit abhängig. Im Winter sind sie generell weniger aktiv, auch die Länge der täglichen Streifzüge nimmt deutlich ab. So legen sie im Norden des Verbreitungsgebietes im Winter nur rund 0,5 Kilometer täglich zurück. Im Süden legen sie im Sommer jeden Tag durchschnittlich 2 Kilometer und im Winter 1,2 Kilometer zurück. Diese Primaten sind semiterrestrisch, das heißt sie halten sich sowohl auf den Bäumen als auch am Boden auf. Generell sind Weibchen häufiger auf Bäumen und Männchen häufiger am Boden zu finden. Sie bewegen sich meist quadruped, auf allen Vieren, fort. Auf den Bäumen können sie Distanzen auch springend zurücklegen, suspensorisch, mit den Armen an Ästen hängend, bewegen sie sich jedoch nicht fort. Zur Nachtruhe ziehen sie sich eher auf Bäume zurück, manchmal schlafen sie jedoch auch am Boden, etwa auf flachen Felsen und umgestürzten Baumstämmen. Insbesondere im Winter kuskelen sie sich beim Schlafen gruppenweise am Boden zusammen, je tiefer die Temperatur desto größer die Gruppe. Sie können sehr gut schwimmen und dabei Distanzen von 0,5 Kilometern zurücklegen. Im Winter suchen sie in kühleren Regionen gerne heiße Quellen auf, die im vulkanreichen Japan recht häufig sind. Um ihre Körpertemperatur zu regulieren, halten sie sich manchmal stundenlang in diesen warmen Gewässern auf. Sozialverhalten eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Japan-Makaken bei der gegenseitigen Fellpflege Japan-Makaken leben wie alle Makaken in Gruppen, deren Größe und Zusammensetzung variabel ist. Die durchschnittliche Gruppengröße beträgt 41 Tiere,
Sie kann jedoch von 10 bis über 160 betragen. Die Gruppen setzen sich aus mehreren Männchen und Weibchen sowie den Jungtieren zusammen. Durchschnittlich 18% ausgewachsene Männchen, 32% ausgewachsene Weibchen, 35% heranwachsende Tiere und 15% Kinder. Dadurch, dass weibliche Tiere zeitlebens in ihrer Geburtsgruppe verbleiben, bildet eine oder mehrere Gruppen nahe verwandter Weibchen den Kern einer Gruppe. Die Gruppen sind also matrilinear organisiert. Männchen hingegen müssen beim Eintreten der Geschlechtsreife ihrer Geburtsgruppe verlassen. Diese Männchen schließen sich zunächst entweder zu Junggesellengruppen zusammen oder leben zunächst einzelgängerisch. Für Männchen ist es aber normal, im Lauf ihres Lebens zu mehreren Gruppen gehört zu haben. Die Männchen einer Gruppe etablieren eine Rangordnung, ein Tier wird das dominante Alpha-Männchen. Es gibt mehrere Wege für ein Männchen, den Alpha-Status zu erlangen. Das vorherige Leittier stirbt, verlässt die Gruppe oder verliert seinen Rang, oder eine zu große Gruppe teilt sich auf oder ein männliches Tier von außen verdrängt das bisherige Leittier. Eine wichtige Rolle spielt jedoch die Unterstützung der dominanten Weibchen, mit der auch ein älteres oder schwächeres Männchen die Führungsfunktion beibehalten kann. Auch die Weibchen entwickeln eine Rangordnung. Diese bleibt oft stabil und junge Weibchen nehmen oft den gleichen Status ein, den ihre Mutter bereits innehat. In der Hierarchie der Weibchen spielt die gegenseitige Fellpflege, Grooming, eine bedeutende Rolle. Diese dient neben dem hygienischen Zwecke auch dazu, die Zusammengehörigkeit innerhalb der Gruppe zu verstärken, insbesondere zwischen nicht verwandten Weibchen. Die Streifgebiete verschiedener Gruppen überlappen sich an den Rändern, die Gruppen gehen einander meist aus dem Weg. Kommt es dennoch zu einem Treffen, kann die Form der Begegnung durchaus variieren. Während der Paarungszeit oder bei Nahrungsmangel kann es zu aggressivem Verhalten kommen. Kommunikation und Lernverhalten (Bearbeiten). Japanmakaken kommunizieren mit Lauten und Gesichtsausdrücken. Japanmakaken kommunizieren miteinander mit einer Reihe von Lauten, die vereinfacht in 6 Bereiche aufgeteilt werden können: friedlich bzw. besänftigend, defensiv, aggressiv, warnend, weiblicher Östrus und Kleinkindlaute. Friedliche oder ruhige Laute sind oft zu hören, etwa ein Call-out während der Fortbewegung oder der Nahrungsaufnahme, der vermutlich dem Gruppenzusammenhalt dient. Die Alarmrufe und die Östrusrufe klingen sehr ähnlich. Alarmrufe dienen dazu, die anderen Gruppenmitglieder vor einer Gefahr zu warnen. Die Östrusrufe hingegen bewerben den fortpflanzungsbereiten Status. Neben Lauten kommunizieren die Tiere auch mittels Gesichtsausdrucken, etwa dem Spitzen oder Anlegen der Ohren, dem Heben der Augenbrauen und dem Öffnen des Mundes. Auch ritualisierte Körperhaltungen werden gezeigt, etwa von Männchen, die sich kurz vor der Paarungszeit heftig schütteln, treten oder herumhüpfen. Weibchen hingegen zeigen nur selten solches Verhalten. Japanmakaken sind lernfähig und können Verhaltensweisen von anderen Gruppenmitgliedern erlernen. Ein Beispiel hierfür ist das Kartoffelwaschen. Auf der Insel Kojima hatten Forscher Süßkartoffeln auf den Strand gestreut, um eine Gruppe von Affen aus dem Wald zu locken. Ein Weibchen dieser Gruppe begann, die Süßkartoffeln im Wasser zu waschen und nach einigen Jahren hatten fast alle Gruppenmitglieder diese Verhaltensweise übernommen. Später entdeckten sie auch das Waschen im Salzwasser, bekannt als Salzen. (1). Diese Techniken wurden später auch von anderen Gruppen übernommen. Dieses Phänomen wird oft als Beispiel für kollektives Bewusstsein benutzt, beruht allerdings auf falsch wiedergegebenen wissenschaftlichen Quellen zum Kollektiv- und Lernverhalten und ist als pseudowissenschaftlicher Mythos unter dem Namen 100. Affe-Prinzip, The 100th Monkey Phenomenon, bekannt. Während die anderen Gruppen die Techniken schlicht durch Abgucken erlernten, wird dort postuliert, sie